Wir sind hier in Pratteln auf der Röthi, einer Weihnachtsbaumkultur von der Bürgergemeinde Pratteln. Wir haben verschiedene so Kulturen in Pratteln, Frankendorf und Muttens. Das Forstrevier hat vor etwa 3 Jahren beschlossen, auf diesen Flächen selber mehr Weihnachtsbäume zu produzieren. Wir brauchen für die Verkäufe etwa 1000 Bäume im Jahr. Das Problem bei den Weihnachtsbäumen ist die Meierei. Zwar muss man die Flächen 2-mal im Jahr mähen. Das wird gemacht, dass Gras nicht in die Bäume wächst. Jetzt haben wir die Lösung gefunden mit diesen Schöfen und das ist wirklich eine sehr, sehr gute Sache für einen Forstbetrieb, weil das Mähen eigentlich wegfällt. Ende Juli haben wir angefangen mit den Shropshire Schöfen. Es ist eine besondere Rasse von England, die im 19. Jahrhundert entdeckt worden ist. Die Besonderheit dieser Schafe ist, dass sie nicht Koniferen, Nadelkölzchen und fressen. Sie sind sehr zutraulich, genügsam und sind widerstandsfähig und haben gute Fleischleistung. Es ist interessant zu sehen bei diesen Schafen, dass sie wirklich Tänle in Ruhe lassen. Aber wichtig ist einfach, dass man zu ihnen schaut und dass, wenn sie nichts mehr zu fressen haben, dass man dann wieder an einen neuen Ort geht, dass sie dort wieder Futter zu sich nehmen können. Aber sie lassen also dann, ich habe noch nie einen Verbiss gesehen. Vor einer Woche waren die Schafe auf dem Platz. Wie man sieht, sind die Weihnachtsbäume sauber ausgefressen. Das Gras war so hoch, dass man die Schafe nicht mehr gesehen hat. Sie haben saubere Arbeit geleistet. Wir haben die Schafe auf einer Gesamtfläche von etwa 3,5 Hektaren. Das ist verteilt in Muttens, Pratteln, Frankendorf. Das ist in diesem Forstrevier. Und dort müssen wir immer wieder wechseln von Parzelle zu Parzelle, wenn sie es sauber gemacht haben. Wie ihr seht, haben wir jetzt Brot dabei und geben ihnen das. Der Grund ist das, weil wir die Schafe frisch haben, wir weisen an uns gewöhnen. Wir wollen eine Beziehung bekommen zu diesen Tieren. Und darum ist es wichtig, dass sie uns kennenlernen. Darum haben wir auch Brot mit. Aber wichtig ist, euch zu sagen, nicht, dass ihr jetzt das Gefühl habt, ja, wenn ich daheim alles Brot habe, dann kann ich das mitnehmen, im Spaziergang kann es gehen. Nein, das wollen wir überhaupt nicht. Das Ziel soll sein, dass die Schafe das Gras fressen. Und dass sie die Weihnachtsbäume in Ruhe lassen. Und darum nehmen wir nur ganz wenig. Nehmen wir das Brot mit, geben ihnen ein bisschen, wenn wir hier auf Besuch sind. Und eben, respektieren die Tiere, wie sie sind, haben Freude daran, wie wir. Ja, es ist wunderschön zu sehen, wie das funktioniert, das Projekt. Weiden in der Weihnachtsbaumkultur.